Mein Name ist Karl Hofbauer. Ich bin der Moderator dieses Webinars. Ich bin so wie Sie eigentlich Lehrer, habe einige Jahre lang unterrichtet, Englisch, Deutsch und Deutsch als Fremdsprache, lebe mit meiner Frau und unseren Kindern in Graz und bin jetzt schon seit 11 Jahren beim Veritas Verlag, wo ich unter anderem Portalmanager von www.skook.at bin. Und ich freue mich, jetzt übergeben zu dürfen an den Hauptreferenten dieses Webinars, an den Herrn Kopinitsch, und bitte übergebe jetzt an Sie. Ich darf Sie auch alle herzlichst begrüßen, aus allen Teilen Österreichs zugeschaltet. Ich sitze im schönen Katzelsdorf, das ist ein netter kleiner Ort bei Wiener Neustadt im südlichen Niederösterreich. Wie Sie in meiner Kurzbiografie sehen können, bin ich auch Lehrer, nach wie vor auch aktiv im Unterricht, stehe vor den hoffnungsfrohen jugendlichen Menschen tagtäglich und habe grundsätzlich auch sehr viel Spaß dabei und möchte Ihnen jetzt auch, weil ich mit Durchstarten im Unterricht arbeite, da bin ich schon im Thema, Ihnen auch zeigen, welche Potenziale diese Lernhilfe auch in Ihrem Unterricht haben kann. Da steht auch noch Vater von 3 Söhnen, da bin ich knapp vor dem Herrn Hofbauer. Die sind aber in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen älter geworden, aber natürlich immer unsere Lieben und bleiben uns die Liebsten. Und bin aber jetzt auch schon in der Opa-Rolle unterwegs, habe schon einige Enkelkinder. Die kommen jetzt auch schon wieder bald in die Schule, von daher durchstarten ist ein ewiger Kreislauf und wir werden uns in der Familie auch durchstartenmäßig weiter handeln. Ja, ich darf jetzt vielleicht gleich die nächste Folie zeigen, weil wir wollen ja kurz Webinar, Sie kurz und knackig informieren, damit der Abend nicht zu lang wird vor dem PC, sondern Sie dann noch einen gemütlichen, schönen Sommerabend oder Spätsommerabend auch genießen können. Ja, das haben wir uns vorgenommen für Sie heute. Zumindest die ersten 4 Punkte auf dieser Folie, die Sie hier sehen, denke ich, sind für Sie Business as usual. Also unterrichten, Hausübungen aufgeben und korrigieren, fördern, üben, leistungsdifferenziert natürlich idealerweise. Und das alles zusammen liest sich leicht und sagt sich leicht, aber ist nicht sicher eine große tägliche Herausforderung für Sie, verbunden mit viel Aufwand. Unser Ziel im Webinar für Sie: Ihren Aufwand minimieren und gleichzeitig den Lernerfolg Ihrer Schülerinnen und Schüler maximieren, indem Sie sich mit Durchstarten einen kompetenten Teamteacher, Thema unseres Webinars, ins Klassenzimmer holen. Teamteacher durchstarten ein Einmal-Investment und ist garantiert ein sympathischer Kollege für Sie und immer gesund, daher braucht er auch keine Supplierungen. Da hinein möchte ich mit Ihnen gemeinsam schauen. Die Anordnung der 4 Bücher für jede Klasse oder Schulstufe ist bewusst so gewählt. Oben thront, ich darf es mal so sagen, das Familienoberhaupt der Durchstarter in der ersten Klasse, aber das gibt es dann auch für die 2., 3. und 4. Klasse. Da thront Lernhilfe, nennen wir dieses Buch. Das ist unser Alleskönner und er bietet alle Themen Ihres Unterrichts in der jeweiligen Schulstufe. Also Grammatik, Hören, Lesen, Schreiben und Schularbeiten werden auch angeboten. Aus den Themen Grammatik, Hören und Lesen und Schreiben gibt es dann noch die Abkömmlinge, die Kinder unseres Familienoberhaupts, die Sprösslinge, die dann nur dieses Thema bespielen, aber in natürlich viel umfangreicherer Form. Und aus all diesen Büchern zeige ich Ihnen jetzt Buchseiten, damit Sie einen Eindruck bekommen, welche Möglichkeiten Durchstarten für Sie bieten kann. Ich beginne mit unserem Familienoberhaupt. Lernhilfe. Sie sehen hier nochmal die Themen und ich habe Ihnen dann schon vorbereitet die Inhaltsseiten. An diesen beiden Inhaltsseiten sehen Sie, dass sämtliche Stoffgebiete der ersten Klasse wunderbar abgedeckt sind. Ich habe dann für Sie ausgewählt, um Ihnen die Möglichkeiten von Durchstarten für Sie im Unterricht zu zeigen, diesen Bereich To Be und auch noch die Randableger sozusagen von To Be mit How Much Is Are und There Is, There Are. Also dieses Thema möchte ich Ihnen dann zeigen. Ich gehe jetzt aber noch auf die 2. Inhaltsseite. Damit sehen Sie den kompletten Umfang unseres Familienoberhaupts. Wir haben knapp 150 Seiten im Buch. Die Grammatikthemen spielen sich bis zur Seite 90 circa ab. Also wenn Sie so wollen, 2/3 des Themas sind Grammatikthemen, aber es gibt auch alle anderen Themen im Buch. Hörverständnisübungen, Leseübungen, Schreibübungen und 4 Schularbeiten. All das darf ich Ihnen jetzt in den nächsten ca. 15 Minuten zeigen. Zunächst möchte ich den methodisch-didaktischen Aufbau von Durchstarten erklären.
Es heißt ja Team Teacher. Das heißt, durchstarten soll Lehrer, Lehrerin spielen für die Kinder, soll also Inputs geben, soll informieren, soll erklären, worum es geht, also Bildung von Topi zum Beispiel. Dann haben wir als unser Role Model, als unsere Identifikationsfigur einen Diego Dax erfunden, der in vielfältiger Form auftaucht. Zu dem knappen Input gibt es dann dazu passend Übungen. Und wir haben auch ein Farbleitsystem in Durchstarten. Immer am Seitenrand des Buches gibt es, wenn es eine Wissensvermittlung gibt, wenn der Lehrer Durchstarten aktiv wird, den Wissensbutton rot. Wenn der Übungsleiter Durchstarten aktiv wird, dann haben wir diesen blauen Übungsbutton. Sie sehen auch hier schon bei der ersten Übung einen Stern. Wir differenzieren im Anspruch die Übungen nach drei Schwierigkeitsgraden. Stern 1 ist, wenn wir an die Mittelschule des heurigen Schuljahres denken, in etwa das Niveau Standard. Zwei Sterne sind an der Schnittstelle Standard, Standard AHS und drei Sterne sind dann Standard AHS-Übungen. Aber die Übungen sind natürlich grundsätzlich und immer verwendbar. Man startet mit leichten Übungen und steigert sich auf schwierigere Übungen. Was Sie hier schon auf dieser Seite sehen, wir arbeiten mit sehr vielen Vierfarbillustrationen und versuchen immer auch über die Visualisierung die Übungen geschmackvoll und spannend, unterhaltsam für die Kinder zu gestalten. Auf diese Seite 10 mit dem Input Teil A folgt dann schon auf der nächsten Seite der nächste Input, in dem Fall das Verneinen von Tobi, auch da wieder zwei Farben am Seitenrand, weil wir ja vermitteln, erklären und dazu schon wieder üben. Und dann gibt es schon den nächsten Input-Teil. Also wir arbeiten mit sehr knackigen, kurzen Lerneinheiten, die hier auf der Seite noch weitergeht, aber dann schon wieder dazu die passende Übung. Und das ziehen wir jetzt über das gesamte Thema To Be durch und Sie sehen auch immer, mit welchem Anspruch wir an die Illustrationen herangegangen sind. Das sind alles wunderschöne, aus meiner Sicht natürlich subjektiv, aber doch sehr unterhaltsame, sehr liebenswert gezeichnete Situationen. Und dazu soll Ihre Schülerin auch eine Lösung finden. Das geht dann noch weiter im nächsten Bereich mit How Much, How Many. Auch dazu wieder eine Übung. Dann eine Drei-Stern-Übung, wir sind schon am Ende dieser ersten Übungseinheit mit To Be. Auch hier wieder arbeiten wir mit einem hohen Illustrationsaufwand und auch wieder diesen beiden Farbrastern, weil Input erfolgt und üben. Und als letzte Seite zum Thema To Be gibt es dann noch There Is, There Are, auch wieder ein Input-Teil, daher roter Farbraster, ein schönes, großes Bild, wo dann die jeweiligen Formen von To Be, aber bezogen auf den Text, eingesetzt werden sollen. Und Sie haben vielleicht schon entdeckt, auf sehr vielen Seiten gibt es dieses Logo. Das ist unser eSquirrel-Logo. Das ist eine Lern-App, wo alle diese Übungen, immer dort, wo dieses Logo steht, noch einmal auf einer App verwendet werden können, geübt werden können. Da möchte ich dann später noch näher darauf eingehen, aber jetzt wieder den Herr Hofbauer zeigen, was diese App zusätzlich zum Buch kann. Ich kann es vielleicht schon verraten, es ist eigentlich ein zweites Buch, ein Buch im Buch, aber im Smartphone. Bitte, Herr Hofbauer. Okay, vielen Dank, Herr Kopinitsch. Dann schalte ich wieder zu unserer Präsentation. Da sind Sie weggestartet und ich zeige Ihnen da jetzt, bitte noch den roten Punkt entfernen, Herr Kopinitsch. Danke. Dann nehme ich meinen roten Punkt. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal, wie das eben funktioniert, dass die Schülerinnen und Schüler diese Übungen im eSquirrel durchführen können. Es sind im Durchstarten Englisch Lernhilfe auf der Innenseite des Umschlags ist, das steht das mit dem eSquirrel und es ist ein Code eingedruckt und ein QR-Code. Und wenn die Schülerinnen diesen QR-Code scannen, kommt dieses Fenster am Smartphone, Sie sehen hier diesen Screenshot meines Smartphones, einfach auf OK und dann kommt man in den Store, wo man die Smartphone-App eben downloaden und installieren kann, falls nicht schon geschehen. Und in der App
gibt es dann die Möglichkeit, eben Code für Buch einlösen. Und ich gehe noch ganz kurz zurück. Da ist eben dieser Code gemeint, der da ins Buch eingedruckt ist. Und wenn man den dann eingibt, dann wird das Durchstarten Englisch erste Klasse Mittelschule AHS in der App eSquirrel freigeschaltet. Da gibt es ganz viele, auch also von unserem Verlag, von anderen, aber auch ganz eigene, zum Beispiel Game of Thrones Quiz. Also das eSquirrel ist eine App von einem Team in Wien rund um den Dr. Michael Maurer und Durchstarten ist eben auch in dieser App drinnen und ich zeige Ihnen jetzt einfach einige Screenshots, die ich gemacht habe, dass wir eben dann, wenn man schon wirklich im Durchstarten Englisch 1 drinnen ist, dann hat man eine lange Liste, wo man eben runterscrollen kann, der verfügbaren Übungen, wo eben, wie es der Herr Kopinitsch gerade gesagt hat, im Buch eben das Symbol entsprechend daneben steht. Und wenn man dann eine Übung startet, sieht man schon, die besteht aus in dem Fall relativ vielen Teilübungen. Und das ist eben jetzt eine klassische Zuordnungsübung, Match the Sentences, Halves. Und ich gehe weiter, habe dann einige Screenshots, einfach mit dem Finger am Smartphone-Display hineinziehen, 3 sind schon drinnen, das letzte folgt jetzt auch noch. Dann unten ein Tipp auf dieses Hakensymbol und dann kommt die Auswertung, in dem Fall alles grün, alles richtig und die erste Teilübung ist jetzt eingefärbt und man sieht mal, habe ich absolviert und dann kann man eben alle Teilübungen durchgehen als Schülerin, als Schüler und bekommt am Ende eine Rückmeldung, wie viel man erreicht hat. In dem Fall eben 11,5 von 14 Nüssen geknackt. Das erreichte Level ist Bronze. Und Sie sehen, das sind jetzt auch so Gamification-Elemente, um ins Level Silber zu kommen. Wiederhole in einem Tag. Und hier noch ein Screenshot, wo man noch einmal sieht, eine andere Teilübung von To-Be-Verneinung. Wenn eben der Fehler ein Fehler ist, wird das rot angezeigt. Alles, was richtig ist, grün. Und die Wertung ist dann eben entsprechend und das wird dann auch in diesem Navigationsmenü angezeigt. Also ich sehe hier bei dieser Übung To Be Verneinung habe ich von 14 möglichen Punkten 11,5 schon einmal erreicht. Das ist jetzt noch nicht ganz angefüllt, diese Nuss, aber schon zum Teil. Und eSquirrel arbeitet auch, wenn Sie oder wenn die Schülerinnen Benachrichtigungen erlauben am Smartphone mit solchen Benachrichtigungen, wo eben am Startschirm dann zum Beispiel so etwas auftaucht. 3 Quests sind bereit. Du kannst jetzt die Quests zu B-Verneinung und zwei weitere wiederholen. Komm ins nächste Level und hol dir wertvolle Nüsse und mehr Punkte. Also Gamification-Elemente auch in der App, um die Schülerinnen und Schüler zum Weiterüben zu animieren. Aber weitere Infos dazu gibt Ihnen dann jetzt noch der Herr Kopinitsch. Ja, ich darf jetzt wieder. Und möchte Ihnen abschließend zu der App eine Seite aus dem Buch zeigen, auf der die Nützlichkeit und die Funktionalität von eSquirrel noch einmal schön zusammengefasst wird. Ich greife jetzt das heraus, was für Sie vielleicht spannend sein kann. Sie sind Lehrerin, Lehrer und eSquirrel ist ein hervorragender Tool für den Unterricht, ermöglicht klasseninterne Ranglisten, Einsicht in den Lernfortschritt ihrer Schülerinnen, Erstellung von Hausaufgaben und Tests und vieles mehr. Also ich habe es angedeutet, ein Buch im Buch, wenn man sich damit auseinandersetzt, ein wahnsinniges Potenzial, um neben dem klassischen Printmedium auch in einer App mit der Sprache und mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Aber jetzt möchte ich doch zurückgehen zu unserem Familienoberhaupt, beziehungsweise jetzt zum Grammatikbuch. Das heißt, ich habe Ihnen ja vorneweg gezeigt, was im Lernhilfebuch zu To-Be basiert. Und ich ziehe jetzt dieses Thema auch in das Grammatikbuch. Bevor ich da die Buchseiten aufmache, vielleicht zum Potenzial des Grammatikbuches. Im Lernhilfebuch habe ich Ihnen 7 Übungen gezeigt zu To Be mit 64 Entscheidungen, die die Schülerinnen und Schüler treffen müssen.
Im Grammatikbuch können Sie diese Zahlen mit 4 ziehen, also ein Vielfaches an Übungen und auch an Entscheidungen, die die Schülerinnen und Schüler treffen können. Dazu kommt, dass im Grammatik, jetzt gleich auf die erste Seite, keine Übung ident ist mit dem Lernhilfebuch. Auch die Erklärung, unser Diego jetzt hier in der Regel, darf man vielleicht mal versuchen, den roten Punkt zu holen. Das will er jetzt nicht. Da habe ich ihn Gott sei Dank wieder. Also unser Regel-Diego, der hier wieder als Lehrer fungiert und erklärt, wie die Bildung funktioniert. Sie erinnern sich, hatten wir auch im Lernhilfebuch, aber mit anderen Beispielwörtern. Und auch die Übungen sind mit anderen Beispielen versehen. Also es doppelt sich keine Übung aus dem Lernhilfebuch heraus mit den Übungen im Grammatikbuch. Das heißt, man könnte die beiden Bücher auch ergänzend wunderbar verwenden. Es wird nichts wiederholt. Und die Übungen sind dann allerdings, und das macht einen großen Unterschied aus, um ein Vielfaches häufiger. Also so zieht sich dann der Input, der ähnlich kurz bleibt, aber dann über viele Übungen, das haben Sie reine Übungsseiten, durch das Buch. Und so kommen wir dann eben auch zu reinen Übungsseiten zum jeweiligen Thema. Und auch da taucht wieder unser Diego auf und auch die Übungen sind wieder in Schwierigkeitsgrade differenziert. Also jede Menge an Übungsmaterial, jetzt ist der Input Teil C wieder mit den dazu passenden Übungen versehen und so kommt man dann am Ende Übungsinput D wieder zu neuen Übungen und Sie sehen schon die Übungsvielfalt, die dann das Grammatikbuch bietet. Also wie gesagt, in etwa Vierfaches. Jetzt möchte ich aber wieder zurück switchen zu unserem Familienoberhaupt. Ich möchte Ihnen jetzt noch zu den anderen Themen, die Sie in Ihrem Unterricht ja bedienen müssen, nämlich Hören, Lesen, Schreiben, etwas zeigen, und zwar wieder jetzt aus dem Familienoberhaupt, aus der Lernhilfe. Die Hörverständnisübungen im Buch können Sie entweder mit der beiliegenden CD abspielen oder aber auch über die eigene Veritas-App namens Mediathek. Da kommen Sie dann direkt über diese App zu den Übungen. Also man kann zwei Quellen hier benutzen, je nachdem, was einem mehr gefällt, gibt es diese Zugänge. Die Hörübungen schauen dann auch im Buch Hörverständnisüben genauso aus, aber es gibt wieder eben ein Vielfaches an Übungen. Und ich zeige Ihnen jetzt zwei Beispielseiten, wie die Listenings aufgebaut sind. Sie sind auch in der Übungsvielfalt sehr unterschiedlich, haben wieder den Schwierigkeitsgrad differenziert und ausgewiesen. Die Leseübungen im Lernhilfebuch sind wieder mit sehr vielen netten Illustrationen versehen. Das heißt, wir versuchen dann über das Abfragen der Bildinhalte und der Zuordnung der Sätze zu den Bildern hier eine Lesekompetenz aufzubauen. Speziell in der ersten Klasse, denke ich, ist das ein wunderbarer methodisch-didaktischer Zugang, um die Kinder bei Laune zu halten und sie auch dann entsprechend zu versorgen mit spannendem Übungsmaterial. Also eine weitere nächste Seite aus dem Bereich, wo angekreuzt werden muss, welche Sätze jetzt zu diesem Dialog passen oder aber auch Beschreibungen, ein Text, wo dann beantwortet werden muss, was jetzt im Text steht, also kurze Antworten oder aber auch eine sehr aufwendige Zeichnung mit 4 verschiedenen Klassenzimmersituationen aus dem Text heraus, der gelesen werden muss, soll dann das richtige Bild dem Text zugeordnet werden. Und das zieht sich dann auch weiter. Sie sehen, also wir haben sehr, sehr viele Übungen mit sehr netten Illustrationen in Kombination mit der Förderung des Leseverständnisses. Und noch eine letzte Seite. Und auch da, glaube ich, kann man wieder gut erkennen, wie vielfältig wir hier arbeiten. Als letztes Thema im Lernhilfebuch und auch als eigenes Buch verfügbar ist das Thema Writing, Schreibübungen. Da arbeiten wir auch mit Illustrationen als Input und dann sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, einen Text zu schreiben, mal kürzer, mal länger. In der ersten Klasse werden die Texte natürlich noch kürzer ausfallen und es ist immer genug Platz vorhanden, um die Texte auch direkt in das
Lernhilfebuch zu schreiben. Auch hier wieder in der Kombination Aufforderung zur Aufgabe in Verbindung mit einem Bild. Und unser Diego taucht hier als Tipp Diego auf und versucht dann immer noch darauf aufmerksam zu machen, worauf besonders zu achten wäre in der Übung. Oder es gibt mal einen Achtung Diego, weil wir wissen, wo so die typischen Schwachstellen liegen und wo möglicherweise Fehler passieren können, die es abzufedern gilt. Das wäre jetzt in der Bereich der Readings. Am Ende des Buches und nur des Lernhilfebuches bieten wir noch 4 Schularbeiten an mit einem definierten Test- oder Schularbeitsstoff und dann dazu eine Listening- oder 2 Listening-Übungen mit Bepunktung, weil Schularbeit, das sind hier also 2 Übungen, dann gibt es eine, Entschuldigung, ich war jetzt zu schnell, gibt es eine Reading-Übung, sind es 2, dann folgen Grammatikübungen bei der Schularbeit, das zieht sich über 3 Seiten und am Ende der Schularbeit 1, aber jeder Schularbeit findet sich dann noch eine Schreibübung und eine Punkteauswertung gibt Feedback, wie gelungen ist nun der jeweilige Text. Und damit sich die Schülerinnen und Schüler auch orientieren können oder sie auch weniger nachdenken müssen, was ist jetzt möglicherweise eine Lösung, bieten wir zu allen Übungen komplette Lösungen an. Das Lösungsheft ist beigelegt und findet sich dann in Schwarz-Weiß zwar nur, aber auch mit Abbildungen, wenn es notwendig ist. Also alle Texte sind komplett abgedruckt mit den eingebauten Lösungen. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Das kann man jetzt hier nicht so ganz toll erkennen, aber wenn die Lösung, also die Lösungen sind auch fett gedruckt, das heißt, der Schüler, die Schülerin sieht sofort oder sieht natürlich auch, wo ist jetzt dann die eigentliche Lösung im Text. Wenn es falsche Lösungen sind, also oder wenn der Satz, die Behauptung falsch ist, dann wird die Richtigstellung daneben abgedruckt. Also auch das, glaube ich, macht es sehr einfach. Ich zeige Ihnen hier noch ein Beispiel zu einer Hörübung. Wir haben zu allen Hörübungen auch das Transkript mit Lösungshinweisen. Also die sind dann noch speziell hervorgehoben durch Unterstreichung, damit klar wird, wo im Text ist jetzt die wichtige Stelle, auf die ich hinhören musste und wo ich entscheiden musste, ob das richtig oder falsch ist. Und dann habe ich noch Beispiele aus dem Bereich Schreibaufgaben. Da kann es natürlich nur eine Musterlösung sein, die wir anbieten, aber sie dient als Orientierungshilfe für die Schülerinnen und Schüler und sie können ihren Schülern damit sagen, das wäre jetzt doch mal ein sehr guter Text. Natürlich ist dein Text anders, aber vergleichbar ist er ähnlich oder hast du auch in diese Richtung deinen Schreibprozess abgewickelt. Am Ende möchte ich noch aus dem Sprössling-Hörverständnis üben etwas zeigen, weil das Buch sich etwas unterscheidet in Buch-Hörverständnis sind die Lösungen Teil des Buches. Kein Lösungsheft, sondern nach etwa 45 Hörübungen gibt es dazu die Lösungen im Buch. Und da arbeiten wir, weil das Buch ja vierfarb ist, auch mit blauer Farbe bei den Lösungshinweisen. Und Sie sehen also hier, kommt das dann natürlich sehr schön optisch rüber, wo hier ein Text oder ein Wort einzusetzen war in den Hörübungen. So, ich denke, ich konnte Ihnen jetzt kurz und knapp, aber hoffentlich klar genug zeigen, welche Potenziale Durchstarten für Sie bietet, aber ich glaube auch in Ihrem Unterricht bietet. Die Situationen habe ich bei einer der ersten Folien ja schon versucht zu erklären, nämlich im Hausübungsprozess, bei Förderkursen oder auch in der Vorbereitung auf Schularbeiten, Tests, Lernzielkontrollen ist das ein wunderbares, glaube ich, Übungsmaterial, das methodisch-didaktisch sehr gut aufgebaut ist und wo man die Schülerinnen und Schüler in hoher Qualität unterrichten kann. Ich darf jetzt zurückgeben an Herrn Hofbauer, der den Rest oder den letzten Teil des Webinars bestreiten wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kopinitsch. Dann melde ich mich wieder zurück. Es waren einige Fragen im Chat, unter anderem eben zu den Hörbeispielen. Vielleicht sage ich es auch noch einmal auf der Tonspur. Die Hörbeispiele können Sie eben auf der beiliegenden Audio-CD anhören oder in der kostenlosen App Veritas Mediathek. Ich habe im Chat auch den Link hingeschickt zu unserer Landingpage, von wo es auch die Links gibt in den Google Play Store und in den App Store von Apple, wo man sich diese kostenlose App herunterladen kann und wo eben die Audios zu Durchstarten zur Verfügung stehen. Ja, hier sehen Sie noch einmal die Durchstarten
Lernhilfen im Überblick oder ist vielleicht irreführend. Es gibt wirklich die Durchstarten Englisch 1 Lernhilfe, das Familienoberhaupt, wie der Herr Kopinitsch immer gesagt hat, und dann eben die Teile Grammatik üben, Hörverständnis üben, Lesen und Schreiben üben, oder also einzeln oder eben als Komplettpaket mit allen vier oben angeführten Büchern der Schulstufe. Und für die erste bis dritte Klasse ist es bereits verfügbar und für die vierte Klasse erscheint es im kommenden Februar, also in wenigen Monaten. Ja, weiter informieren und bestellen können Sie auf www.durchstarten.at und dann bitte auf den Bereich Englisch gehen. Und hier noch einmal zusammengefasst, wie Sie von Durchstarten profitieren können. Eben durch die zusätzliche Unterstützung Ihrer Schülerinnen beim Lernen für mehr Lernerfolg. Es gibt mehr Abwechslung im Unterricht durch neue Übungen, wie es der Herr Kopinitz schon gesagt hat. Es gibt keine Übung doppelt. Sie sparen sich Vorbereitungszeit durch methodisch und didaktisch bereits aufbereitetes Übungsmaterial und haben natürlich auch zusätzliches Fördermaterial zur wichtigen Differenzierung. Und während der Schule zu Hause, falls es auch dazu wieder kommen sollte, bietet Durchstarten eben zusätzliches Übungsmaterial für das Vertiefen und Wiederholen des Lernstoffes. Wie geht es nun konkret für Sie nach unserem Webinar weiter? Sie erhalten im Anschluss in den nächsten Tagen oder nächste Woche voraussichtlich ein Dankes-E-Mail von uns mit diesen Präsentationsfolien als Handout, mit unserer Elterninfo zur Weiterempfehlung und mit einer Teilnahmebestätigung, dass Sie am Webinar teilgenommen haben. Und Sie bekommen zugeschickt ein gratis Prüfexemplar von Durchstarten Englisch Lernhilfe erste Klasse. Das wird Ihnen auch in den nächsten Tagen zugeschickt. Ja, und was wäre für Sie jetzt zu tun? Wir laden Sie ein, dass Sie sich eben das zugeschickte Prüfexemplar ansehen, dass Sie, wenn gewünscht, weitere Informationen auf www.durchstarten.at sich organisieren, dass Sie die passenden Lernhilfen für sich und Ihre Schülerinnen bestellen, dass Sie die Empfehlungen unserer Elterninfo nutzen und laden Sie ein, sich bei Fragen oder Problemen oder Anliegen an unsere Veritas Kundenberatung zu wenden oder an unsere Außendienstmitarbeiter, die ich Ihnen hier zeigen darf, die hier zu sehen sind und namentlich aufgelistet sind und unter der URL www.veritas.at/service/Außendienst finden Sie auch die Kollegin, den Kollegen, der für Ihr Bundesland oder Ihre Schulform zuständig ist. Ich hier mal vielen Dank für Ihre Teilnahme, verabschiede mich für meinen Teil von Ihnen. Wir bleiben noch weiter im Raum, falls noch Fragen auftauchen sollten. Aber von mir mal vielen Dank und noch einen schönen Abend.